0.1800 geschrieben, da hatte ich 18.000 Punkte. Ja, habe ich mein ganzes Spiel gekauft, alles was da drin gab. Einst schienen die Rohstoffe endlos zu sein. Mein Bruder war voll angepisst, jetzt guck, wie ich laufe. Aber 2030 begann die große Energiekrise. Schüttel ich mir Arm irgendwie? Als unsere Welt beinahe aufgebraucht war, schufen die Weltmächte die World Space Agency, um jenseits der Erde Antworten zu finden. Diese Antwort lautete Helium-3. Das energiereiche Isotop wurde auf dem Mond im Überfluss entdeckt. Oh, Christopher! Damit wird die Menschheit ihren Energiebedarf auf Jahrzehnte decken können. Oh, die Besinat. Im Jahr 2032 wurde der Mond kolonisiert. Unter Anleitung des Lunarrats konstruierte die WSA mehrere Siedlungen zur Helium-3-Ernte und Verarbeitung. Ein revolutionäres Energienetzwerk übertrug diese Energie zur Erde. Der Mikrowellen-Energietransmitter oder MPT. Geht auch nicht. Ja, weil da unten die ganze Weile schien stehen. Alles gut. Ach so. Deswegen, ja. Eines Nachts im Jahr 2054 gingen die Lichter aus. Keine Energie. Mein Bruder hier. Ach, dann haben wir die ganze Zeit zusammengespielt. Der MPT war offline. Hier, die Spastis, und die Verbindung zu den Mondkolonisten brach ab. Und dann ist die Bombe aus Mangel an Ressourcen, um eine Rettungsmission zum Mond zu starten, wurde die World Space Agency 2055 aufgelöst. Bei der ich nur das auf meinem Handy gestreamt hat, Alter. Aber eine kleine Gruppe früherer ESA-Kolonisten weigerte sich, den Untergang zu akzeptieren. Ja, hier, das ist ein ganz FIFA. Um das Schicksal der Kolonie zu erkunden und den MPT zu reaktivieren, bereiteten sie eine Mission von einem verlassenen Raumhafen in der Wüste vor. Oh, jetzt pass auf. Jetzt, 2059, sonst, was du hier so hast, bereit, wenn du aufmachst und da ist... Ja. Niemand weiß, was sie dort erwarten wird. Das ist ja easy. Aber die Mission ist klar. Dann musst du das entpacken. Mhm. Wenn du einen hast, der so aussieht. Ja. Wenn, den patchen wir direkt mal auf den. Diesmal, wie man moddet, Alter. Kleine Pause kurz, es geht gleich. Alter, 3 Millionen Dateien. Ich schwör's dir, ich kenne das auswendig, das Ding, ne? Gott sei Dank. Ich kenne die Mods auswendig, Alter. Also warte, du willst meinen Mod-Ordner haben, ne? Auch so nicht, alles gut, hab ich schon gefunden. Ja. Lass den Papa arbeiten. Gut, ich lass den Papa machen. Das Problem ist jetzt, warum auch immer, ja, hast du den ungetunten. Du hast nur den Originalen. Okay. Und nicht den Raumtransporter Dirt. Ah. Machen wir jetzt gerade noch. Du hast aber alles runtergeladen, ja? Ich habe alles runtergeladen, was du gesagt hast. Außer die Musik, die habe ich noch nicht komplett runtergeladen. Das fehlt noch. Lass ich die Musik noch drin. Das füge ich schon mal aus, damit du dich jetzt nicht ausschneiden. Papa hier ordentlich arbeiten. Ich lass Papa machen. Ich räume auch nachher Desktop aus, wie du sagtest.
So. Freunde und Familien der vermissten Mondkolonisten haben sich heute auf der ganzen Welt versammelt in Gedenken des MPT-Blackouts 2054, der zu weltweiten Stromausfällen und dem Kontaktverlust zur Mondkolonie führte. Der Blackout war Anlass zu weltweiten Unruhen und führte ein Jahr später zur Schließung der World Space Agency. In weiteren Nachrichten, der größte Staubsturm seit Jahren. Boah, schön Taktik auf Ballern, Junge, Alter. Das ist Spaß, Junge. Läuft. Tschüss, Junge. Die Alte ist da. Und was die wieder hat. Könnte die Wüste bald auf 30% der globalen Landmasse anwachsen. Mehrere Regierungen kündigten trotz wirtschaftlicher Probleme Unterstützung für Flüchtende an. Der Staubsturm wird am späten Nachmittag bewohnte Gebiete zwischen 49 und 50 Grad nördlicher Breite erreichen. Mann, wo ist er denn jetzt, Alter? Der World Space Agency in der Atyrau-Wüste passieren. Für die betroffenen Gebiete bestehen behördliche Evakuierungsanordnungen. Länder nördlich der Äquatorwüste können sich in den kommenden Tagen auf milde 46 Grad Celsius einstellen. Hier ist World News One am 16. September 2059. Ich bin Nicole Page und wünsche Ihnen einen sicheren Die Dateien, ach, ficken für Geld, Alter. Ehrlich jetzt, ey, unnötig. Den Ordner Payment halt mal ausrechnen. Ich hab 2,8 GB gelöscht und genau 2,8 GB hat das ganze Ding gelöscht. Läuft. Ja. Ding ist halt einfach der Thread einmal geupdatet. Aber den geupdateten hast du ja schon. Wir sind bereit zum Missionsstart. Bitte kommen. Eine gute Frage. Das ist mal der Herzog ein, ne? Doch, der Kerstin hat alles runtergeladen. Also, wenn wir Teller verstehen. Fortuna One, hier ist Claire. Bitte Funkkontakt bestätigen. Funkkontakt bestätigt. Gehen Sie zur Startplattform und bereiten Sie die Rakete für den Start vor. Wir müssen vor dem Staubsturm abheben. Da ist sie, die Taurus 5. 4 Jahre haben wir gebraucht, bis sie startklar war. Aber Sie müssen sich beeilen. In ein paar Stunden kommt der Staubsturm. Das wenn wir es jetzt halt nicht schaffen, ist die Fortuna Mission gescheitert. Er hat die gute Frau nur auf einer Seite des Rohrs. Das ist nett. Hammerhart. Was denn?
Spaß hat heute Fresse. Nett. Das steht ein. Sehen Sie sich ein weltfremd fossilen Brennstoffproblem so vor. All unsere Energiebedarf wird an alle drei gedeckt. Ein System, das kabellos Energie in der Welt oder hinaus. Tobi, ich muss mich hier echt mal konzentrieren, warte mal. Machen wir das hier aus, Jansen. Ich nehme mal meine Meister weg. Was ist das hier für ein Scheiß? Achso, das. Ja, Baller weg, das hatten wir mal von diesem Snake Marco da gekriegt. Den hier, egal was kommt, niemals weggeben. Den Fred Truck TV. Lowering Console. Okay. Ich verstehe nicht, warum du da nur ein Poppy, zwei Poppys drin hast. Das müssten eigentlich drei sein. Okay. Die drei müssen das sein. Weil, mein Gott, du machst das. Alter Schwede. Wo ist denn dein Windrad, Alter? Ganz unten, halt dich so, ganz unten. Seit der letzten Mikrowellen-Energieübertragung der Mondkolonie sind 5 Jahre vergangen. Erst glaubte niemand, dass man vom Mond Energie an die Erde übertragen könnte. Aber die WSA hat es den Skeptikern gezeigt. Sie werden das auch tun, wenn sie den MPT wieder in Gang bringen. Also ich habe mit Wacken noch in der Nacht gesprochen, ne? Und? Geht klar, dass ich zu dir wechsle, aber möchte gerne, dass ich Bad Force für ihn noch mitmache, weil sonst er bei Dagger keine Fahrer hat, die fahren würden. Mhm. Aber sonst ist das
Er hat damit schon gerechnet, dass es so kommen wird. Aber er sagt alles gut. Ich habe gesagt, wir wollen gegenseitig keinen Streit. Und er sagt, alles gut. 3, 5, 4. Ja, richtig so. So, jetzt müssen wir mal. Warte mal gerade. Mhm. Dann muss man gucken. Wir sind jetzt 3. Ja, 1,2 von 2,1 schon hochgeladen. Jetzt schon was da drin, das Template, die Titania. Vielleicht kann man meinen Bruder gleich mal anrufen, ob er da ist. Das kannst du zum Beispiel jetzt mal gerade machen. Das wäre doch mal top. Das Gebäude gehörte mal zur BSA. Jetzt nennen wir es seit Jahren nochmal das Internet drüben. Jo, warte, Christian. Ich kann nicht glauben, dass wir es bald endgültig verlassen. Nachdem dieser Sturm wird die ganze Region... Das war nur grob mal was geguckt. Apropos grob mal was geguckt, Alter, muss mir auch was gucken. Wieso geht der den Diablo nicht ran, ey? Der hat mir schon sogar noch geschrieben gehabt. Ja. 1,8,7,5. Ich weiß das. Ich schieß dich. Die Mucke muss ja auch noch einander an dir nicht. Wie viel meine Mutter anrufen muss, fragt sie gleich, ob ich nicht gleich noch vorbeikomme. Kenne ich schon das Spielchen. Ah, ist halt. Hallo? Hi, na? Ja? Sag mal, ist Tom da? Ja? Warum geht er nicht an sein scheiß Handy? Wozu hat er denn das scheiß Telefon? Der soll mal mich anrufen, bitte. Oder gib ihm mal bitte das Telefon, bitte. Aha. Wo bist du denn? Ich bin zu Hause jetzt. Wann bist du gekommen? Gestern und später Abend. Aha. Ja, ich fahr das nicht jetzt. Jetzt. Morgen bei dir. Echt? Na. Der schläft ja noch, so wie er sich anhört. Die Nabelo, was geht? Sitzt du vom Rechner? Ja, dann mach den mal an und schmeiß mal den Ofen an und komm mal TS bitte. Dringend. Also die Daten, die ich dir auch geschickt hab. Gut, bis gleich und trink Kaffee und Energy, dass du wach bist. Gut, bis gleich. Ciao. Ich schwör dir, Jansi, ich hab eine Platte am Start. Wartet mal kurz. Ja. Alter, die habe ich gemacht für heute Abend, ja. Okay. Und ich schwör dir, ich habe meine Anlage ja schon abgebaut und da aufgebaut. Ja. Aber die ballert so, Alter. Warte. Ich sag das, ich weiß, wo dein Briefkasten füllt. Weiter geht's.
Irgendjemand will der Irr sein. Was geht ab, du Chaos-Mango? Hör mal, ich hab dir in deinen Online-Speicher die Firmenlackierung für den NGT reingeballert. Das ist nett von dir, danke dir. Mal da, wer ist denn das? Weißt du Bescheid, Alter? Du bist der Beste. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Du kannst ja mal reinschneiden, ne? Mal eine Runde zugucken hier und so. Oh. Wenn du Lust hast und Langeweile. Jetzt ist er weg, ist mir irre. Oh. Bei Twitch oder was? Ja, natürlich. Ja, alles klar. Schick nochmal die Diskussion TS, dann gucken die anderen auch so. Jo, mach da. Jo. Verpiss dich doch, Alter. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Returns war für die Wii. Was für ein Kong-Spiel gab's auf dem K- Was meine Mutter? Und hier hast du die wunderschönen Farben schwarzer Schlauch. Ja, na logen. So, der Tobi hat uns den Link geschickt, da können wir mal reinschneiden hier in den... Machen wir, na logen, Tobi, na logen. So. Link. Make a like a cake. La 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 la. Tom, ich komme sowieso nachher dann vorbei und dann würde ich dir das mit Traxbook und Fred voreinrichten. Ja. Willst du für uns fahren oder was? Ja. Galacto, Alter. Du alte Zuklo, Junge. Bei dir läuft, Junge. Guck mal, hey, alle Zuschauer steigen, die Zuschauerzahlen steigen hier, mein Profi. Drei Zuschauer schon. Warte mal, hier, guck mal, hier gleich mal folgen, hier, zack. Active, Junge, active. Und jetzt wieder nur ein Zuschauer. Was sind das für ein Nabolos, ja? Danke schön, Jansen. Make it like a cake. Dankeschön, Tobi. Herrlich. So läuft das. Vielen herzlichen Zuschauer. Hast du Glück, Junge, heute. Sind alle am Start, Junge. Alle am Start. Alle am Start, Junge. Was spielst du da für einen Kack, Junge? Mach doch mal was Ordentliches an, wie ein ETS oder so. Lies doch mal, was ich spiele. Steht doch da. Ja, ich weiß, Junge. Deliver us the moon, aber ey, das ist so... Wop. Muss ich was gerade erst geladen? Sieht aus wie ein Sturmtruppler. Ja, ne? Sieht lustig aus, der Typ. Ich kann leider nie winken, aber ich würde es tun. Es sieht anders, als wenn er mich nicht angreifen würde. Nein, aber ich sag mal so. Wir müssen jetzt arbeiten, Alter. Okay. Backen, wir müssen jetzt arbeiten, Backen, schon, Alter. Ja, Ordner, wo ist denn der Ordner? Der neue Ordner. Von Tuna 1 beginnt, danke. Achso, das war doch was anderes, glaube ich. Das war noch von hier. Wo ist denn der Ordner Friends hier, Junge? Nicht bestätigter Download hier wieder. Ja, den einen hat recht, den probiert mal. Ah, der ist der raus. Der braucht wieder hier. Alter, das Internet, Junge, von dir ist nur so Steinteil, Alter. Von Fred Feuerstein, Junge. Erstens, nicht anhalten, Junge. Nein, den Ordner anzeigen. Weiß ich doch, der ist noch nicht bestätigt, Junge. Ach so, sorry, Bro. Entspann dich. Ich muss mir das nochmal ansehen, Maria. Wir haben es uns mal dem Papa machen. Mehrfach. Der Papa. Wir haben alles. Komm schon. Es ist Zeit für die Party. Wird nicht lange. Also wenn ihr langweilig ist, ne? Oh, eine echte Johansson. Ach so? Wenn er sich zu was entschlossen hatte, konnte ich ihn auch nie davon abbringen. Du bist genauso stur wie dein Vater. Wahrscheinlich das Einzige, was uns verbindet. Warum hat er nur die MPT-Verbindung nicht wiederhergestellt? Er hat das Mistding erfunden. Und jetzt sind wir dran. Niemand anders versucht es. Wenn wir versagen... Du weißt, was ich dir gesagt habe. Wenn es machbar ist, das Auto hat mir früher auch, Alter, ne? Genau denselben, darauf nur in konzentrieren grün. Wir uns. Geh deine Notizen durch und dann komm zu uns.
Okay. Gründe des Blackouts. Ich schwöre, das ballert so, das Lied, ne? Das ballert. Ey, Junge, beste Pina Colada, Alter, ich schwöre, beste, nur den hat die's immer, Alter. Immer, nur den, immer, immer. Pina Colada Duftbaum war beste, Alter. Ich brauch mal eben hier was. Nein, 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 du musst, das geht jetzt nicht. Das geht jetzt nicht. So, guck, der fährt jetzt seine Freundin abholen, Alter. Der Keks. Was? Für die Menschheit, für die Zukunft. La 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 la. Wah, Tom? Wah, 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 wah. Hm? Ich hab hier unten bei Teamstick einen Link reingepackt. Drück da mal drauf. Kontrollzentrum. Bereiten Sie die Rakete. Ballert, Junge, der ballert. Aber sowas von, Junge. Wild Thing, Junge, ich sag dir das. Auf den Waffenschein für die Bitch. Oh ja, auf jeden Fall. Wir haben ein Problem. Der Sturm nähert sich schneller als erwartet. Tom, du kannst es doch schon. Wir haben zu hart gearbeitet. Na, wir kannst du einfach so wie deinen Player-Namen zum Beispiel machen. Oder einfach Tommy, wie du möchtest. Das Video ist so geil, Alter. Dann jetzt Fußsitzung wieder auf, ja, ja. Der war ja schon. Er wollte mit dem Fahrstuhl fahren können. Ach, verdammte Scheiße. Ballert, Junge. Das ist auch geil, pass auf, das gucken wir, wo ein Video kommt. Das ist nicht mit 60, Alter. Wähle einen anderen Namen, ach, fick dich doch. Was? Wähle einen anderen Namen, ach, fick dich doch. Das ist eine Kacke hier. Ich glaub, der Tommy 87 oder so. Hier, guck. Kackvogel, Alter. So, und jetzt. Ach, der, das kenn ich. Ey, ach, nö. Ballert, Junge, ballert, Junge. Jetzt? Lass mich jetzt hier hochkommen. Alter, gestern die Bayern, Junge. 8-2 haben die gefickt, Junge, Alter. Ey, ich hab ja mit allem gerechnet, ne? Mhm. Aber mit der Scheiße natürlich nicht, Junge. Also ich dachte, bei Bayern oder Man City wäre Schluss für... ich dachte, bei Barcelona oder Man City wäre Schluss für Bayern, aber das... damit hab ich gar nicht gerechnet. Alter, wenn die jetzt... Wie hat Messi gestern gesagt? Also wenn Bayern... für mich ist Bayern in dieser Verfassung die beste Mannschaft der Welt, hat er gestern gesagt. Ja. Das war gestern ein Statement. Alter, der Messi hat den Lewandowski nach seinem Trikot gefragt. Alter, das ist ja schon... Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das ist schon krass. Labium. Oborum. Cognitium. Was ist das denn da, Alter? Scheiße, aber echt äußerst... Das klingt äußerst homosexuell. Ja, also wie ist die Kopfschnur?
Orte, die an den Pulten lagen. Also ist das Spiel homosexuell? Weiß ja nicht, glaube ich nicht, ne? Okay. Sind das dann die Spiele auch? Das ist nur so eine Frage jetzt. Du bist, was du spielst. Ah, besser ist das, ey. Ach, weißt du. Manchmal, aber nur manchmal. Hat der Tobi ein bisschen Haue gern. Der Chris braucht die Schnauze von dem. Ich bin schon vorgekommen. So, oh, jetzt komm mit Wahrheit. Ich fahr da nicht nach. So, wie komme ich jetzt hier weiter? Eine Idee für mich? Keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Scheiß Leiter ist kaputt. Ich weiß es. Ach, ist das mies. Wasserstoffventile sind noch immer offen. Sie müssen geschlossen werden, bevor die Rakete aktiviert werden kann. Gehen Sie zurück ins Kontrollzentrum, um die Rakete auf den Start vorzubereiten. Den Schlüssel drehen, okay. Den drehen wir mal. Nicht am Rad, aber am Schlüssel.
Das ist schon mal jemand zu Hause in der Rakete. Sehr gut, die Rakete ist startklar. Sie müssen starten, jetzt, bevor der Staubsturm die Rakete vernichtet und damit alles, wofür wir gearbeitet haben. Versorgungsturm bei der Rakete. Schnell! Ja, schlaf ein beim Klettern, dein Ernst? Och, Junge. Komm an. Raketensteuersysteme online. Fast geschafft, wie im Training. Sie kriegen das hin. Initialisiere Startprozedur. Startsequenz eingeleitet. Oh, das wird richtig. Fahre orbital Zugriffsarm ein. Vorsichtiger bitte. Okay. Was sagst du? Was soll ich jetzt machen? Reitung, Abschaltung. Raketensteuersysteme online. Fast geschafft, wie im Training. Sie kriegen das hin. Initialisiere Startprozedur. Bodenstartsequenz eingeleitet. Ich muss jetzt quasi warten, bis der kommt. Orbital Zugriffsarm ein. Vorsichtiger bitte. Perfekt, genau wie in der Übung. Das wissen. Woher soll ich denn das wissen? Scheiße. Ich weiß es doch nicht. Raketensteuersysteme online. Fast geschafft, wie im Training. Sie kriegen das hin. Initialisiere Startprozedur. Bodenstartsequenz eingeleitet. Steht da was in der Datenbank? Nee, ne?
Paraorbital-Zugriffsarm ein. Perfekt, genau wie in der Übung. Schalldämpfungssystem aktiviert. Wasserstoffabbrennsystem aktiviert. Raketenbooster bereit für Zündung. Bereit für Countdown. Raketenboosterzündung start. Triebwerke bereit in 5, 4, 3, 2, start. 1. Wir sind gestartet. Hey, wir fliegen! Da ist noch jemand da. Vor kaum 100 Jahren war das sicher ein atemberaubender Anblick. Sie sahen eine Erde voller Leben. Und heute nichts als Staub. Wenn sie das MPT-Netzwerk zum Laufen kriegen, könnte es nach dem Fall der Mondkolonie endlich wieder Hoffnung geben. Um unsere Welt wieder aufzubauen und vor allem an die Zukunft zu denken. Sie müssen den MPT in der Pearson-Raumstation finden. Von dort wird die Energie zur Erde übermittelt. Das war das letzte Glied im MPT-Netzwerk vor dem Blackout. Wenn es Antworten gibt, dann dort. Claire, wir müssen runter zum Schutzraum. Der Sturm wird schlimmer. Verstanden. Fortuna One, der Sturm wird den Funkkontakt unterbrechen. Sie sind dann eine Weile allein. Um die Station zu erreichen, müssen Sie... Thank you.
Zebras. Nee. Sagen, das war doch recht ordentlich eingepackt. Herzlichst willkommen. Bodenkontrolle an Fortuna One. Sie müssen jetzt Pearson erreicht haben. Der Sturm hat unsere Instrumente beschädigt. Wir können ihre Position nicht erfassen und keine Nachrichten empfangen. Aber wir können Fluktuationen im MPT-Netzwerk erkennen. Wenn Sie das hören, erreichen Sie das Kontrollzentrum, finden Sie den Fehler in der MPT-Verbindung und bringen Sie sie wieder online. Viel Glück da oben. Das passt irgendwie hier rein. Sieht nicht ganz gut aus. Nein, nein. Ah. Gucken wir da, wer ist denn das? Geht das jetzt hier weiter? Ach, da geht's weiter. Thank you.
Ja, das ist noch rum. Ach, das sind Sauerstofftanks. Für meinen Sauerstoffvorrat. Okay. Den Mensch. Bleib da jetzt mal stehen. Was stimmt mit dir nicht? Jetzt habe ich's rausgefunden. Alles klar. Hier raus. Da rein. Da raus. Notfallenergieversorgung aktiviert. Lebenserhalt.
Beatmungssysteme aktiv. Sauerstoffniveau. Und Strom machen. Jetzt wollen wir nicht, wo ich hin muss, sondern da Spaß bei uns. Roger, Control. Wir sind bereit zum Abstieg. Das MPT-Netzwerk ist weiter offline. Wenn ihr nach Copernicus runterkommt, wird es dunkel. Danke für die Warnung, Pearson. Denkt dran, Sarah. Unser Sauerstoff in der Station ist begrenzt. Ihr habt 40 Minuten nach Ankunft, um den Grund des Blackouts zu finden und das MPT-Netzwerk wieder zu aktivieren. Ich gucke mal da, wer ist denn das? Wenn ihr bis dahin nicht zurück seid, müssen wir ohne euch weg. Verstanden, Control. Bereit, Rolf? Ja, und keine Sorge, Control. Wahrscheinlich nur ein technischer Schluckauf. Wir sind gleich zurück. Sachte. Schauen wir mal, wie es denen da unten so geht. Alex, beginne Abstiegsprotokoll. Alle Systeme aktiv. Abstieg in 3, 2, 1. Abstieg läuft. Schön, Kumpel. Fast fertig. Keine Sorge, lackiert wirst du später auch noch. Bist du bereit? Der Aufzug ist fast wieder einsatzbereit. Ja, ich flicke bloß noch Alex zusammen. Willst du das Ding etwa mitnehmen? Na klar. Wir brauchen alle Hilfe, die wir kriegen können. Ohne ihn hättest du es nicht mal zur Luftschleuse geschafft. Der MPT-Blackout kann kein gewöhnlicher Aussetzer sein, Rolf. Da unten ist alles finster. Beim letzten Ausfall... Hast du die Nachricht von der Erde gehört? Nein. Was haben sie gesagt? Ohne das MPT können sie nicht mal mehr Schiffe hochschicken. Verrückt, was? Wir sind die Einzigen, die den Blackout untersuchen können. Rolf, Sarah, wir brauchen euch sofort unten auf der Oberfläche. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, auf geht's. They have changed the code again. New code is 2239.
Kontrolle an Fortuna One. Wir erkennen keine Veränderungen beim MPT. Ist da oben alles unter Kontrolle? Ich gucke mal da, wer ist denn das? Verstanden. Glaubst du, wir sind bald fertig? Wenn der Rat jede Woche mehr Material zurückhält? Glaub nicht. Überraschend genug, dass MacArthur das hier genehmigt hat. Tja. Hey, hör mal. Ich empfange seltsame Signale von der Mondoberfläche. Siehst du was? Bin gleich fertig. Was zur Hölle? Die Lichter? Sie gehen aus. Alles in Ordnung, Rolf? Was ist passiert? Ich kann nichts sehen. Alles ist finster hier. Wir haben die Energie vom MPT verloren. Die komplette Station. Findest du zur Luftschleuse? Negativ. Ich habe keine Sicht. Okay. Ich schicke Alex, die Luftschleuse zu blockieren. Siehst du ihn? Ich sehe das Licht. Bin auf dem Weg zur Schleuse. Was ist da los? Die Oberfläche ist komplett dunkel. Rolf, nicht jetzt. Wie lange brauchst du noch? 10 Sekunden. Mach schneller. Ist die Schleuse verriegelt? Bist du ausgesperrt? Alex blockiert die Tür für dich, aber er schafft das nicht mehr lange.
Wir sind drin. Wassertropfen sind ja bei Edel, Alter. Hui! Hui! Wassertropfen. Wenn du den Sturm findest, hat er einen Wohnungsbereich. Ja, ist da, okay. Was ist jetzt dran? Eine Kurve drehen oder was? Energieversorgung der Lebenserhaltungssysteme bei 40%. Fick dich doch! Scheiße. Och nö! Ihr Assis. Dämlichen Assis. Energieversorgung der Lebenserhaltungssysteme bei 40%. Oh.
Energieversorgung der Lebenserhaltungssysteme bei 20%. Mann, bleib doch mal ruhig jetzt. Energieversorgung der Lebenserhaltungssysteme kritisch. Energieversorgung vollständig von Lebenserhaltung auf Rotationsantrieb umgeleitet. Triebwerk kann im Kontrollzentrum aktiviert werden. Lebenserhaltungssysteme versagen. Lebenserhaltungssysteme fahren herunter. Sauerstoffreserven niedrig. Autsch. So, René, du Blond. Ich mein. Egal, du kriegst den Kohle
dann sehen wir mal den Mond. Ja, wir machen einfach ein kleines Päuschen. Eine Augen, bitte. Bis gleich.
Nimm den mal. Starters. Ich weiß, wo dein Briefkasten ist. Bleib join your channel. Hallo. Hallo? Ja, hi, die Erde. Erde. Weiß nicht, wer gekommen ist. Ich auch nicht. Na, Mädels? So. Tobi! Weiter hoch. Dina. Sunshield, Scania, New Exchange, kannst du nehmen. Was für ein Ding? Warte. Das in der Mitte. Das hier. Ja, genau, das links daneben auch. Hoch, dann die Lenkräder. Hoch. Hoch. Geh nochmal ganz runter. Ganz runter. Gut, dann gehen wir den Schnellgang runter. So, jetzt dieses Doll Vario. Genau, hoch. Dann diesen Doll Vario. Lalalap, genau, hoch. Toll Vario, oder? Dann links. Links Synchrone. Doppelklick, hoch. Dann den Pacton. Wo ist es denn jetzt? Änderung bestätigen, fertig. Einfügen. Wir fortsetzen. So. Kannst du bei Stratford nochmal Tom annehmen? Danke. Dann brauchen wir das. Da ist doch keiner, Prinz. Da ist keiner. Wo ist es denn jetzt? Das? Hä? Ach, was denn? Der Lustlord, Alter. Was denn? Du musst ihn nochmal annehmen, dann bist du Mitglied, Alter. Nee, jetzt ging es deine Tastatur. Ach so. Tommy. Okay, ja, wie gesagt, mein Ding. Höhe hast du schon gesehen. 8 Logo. Gar keine Frage, Alter. Läuft. Ist dir sonst noch was eingefallen? Die Sachen waren doch schon gut. Das mit den Boxen haben wir auch gesagt. Chris, wo muss denn das Interieur für den NGT hin, von der Anordnung her? Welches Interieur für den NGT? Na, was du mir geschickt hast, du Nasebär. Nee, habe ich dir nicht geschickt. Was? Na klar, wir sind in den Online-Speicher reingesetzt. Nein, ich habe... Du, ja, auch so blöd bist, das beantworte ich dir jetzt nicht. Nein, ich habe gesagt, das musst du, mit dem Yves besprechen, ob du das haben willst. Wenn ja, dann müsst ihr jeder noch 5 Euro in den Modpod zahlen. Ach so, weil du uns gerade... Du hast ja das reingetan, du hast das in den Online-Speicher gesetzt, hast du uns gerade gewählt. Das Template für den NGT habe ich dir da reingesetzt. Also den Skin. Ja, das meinte ich doch. Entschuldigung, ich habe nicht falsch was gedacht. Kann ich nichts für. Ja, ist alles gut. Alles gut. Das meinte ich doch, Jan-Chan. Neue Spätv-Design ist ja absolut Rotz. Ja. Da braucht man ja richtig harte Augen für. Alter. Alter, warte mal, wo muss das in der Anordnung hin, Chris? Über den NGT. Direkt oben drüber, alles klar. Promos-Lade fertig. Habe keine Zeit. Ja, also wenn die Promos nicht fertig ist, dann müssen wir das halt mal anders machen, Promos. Wenn du jetzt nicht langsam fertig bist, dann ist das schwarz für dich. Wenn du es suchen willst, gibt es eins ein Exempel. Hä? Aber wie gesagt, mit diesem Interieur, das ist, keine Ahnung, ich finde, das ist einfach, da kannst du schon stolz drauf sein, wenn du dann in so einer Spiel fährst, weißt du, was ich meine? Vorzeige. Ja, ist so, Alter.
Man kann natürlich auch fragen, was es kosten würde, wenn er wenn er ein Template oder irgendwie so einen Ordner irgendwas einbaut, dass wir variieren können mit einem Schriftzug da irgendwie drin. Bis Jansen, Tina, Otti, weißt du? Mhm. Oder dass das irgendwie auf den Sitz eingestickt wird, hast du nicht gesehen, aber das ist dann auch wieder, dann müsste man das ja, ich glaube, 20 Mal ändern lassen. Kostet dann bestimmt auch nochmal jedes Mal 5 Euro. Ich will halt, wenn wir sowas machen, Tina, ich möchte halt, dass wir das einmal so machen, dass es perfekt ist. Ich verstehe das. Sollen, dann kostet es halt ein paar Euro mehr, aber dafür ist es perfekt. Ich verstehe das, ich komme nicht von Dummsdorf. Haben Sie ja nicht gesagt? Ich sag das. Alter, nimm mir alles auf die Goldwaage im Moment. Ich komme nicht auf die Goldwaage, ich rede noch nicht darüber, du Nabelo. Ey, ich bin kein Nabelo. Das nicht mal. Na, geht doch. Kurz davor, das alles abzubrechen. Ne? Ich weiß nicht, keinen Bock mehr. Dann hat man auch mal wieder Lust, Single zu fangen. Bei Single kannst du eben mit der Konsole den einen Befehl sowieso den Verkehr auf Null setzen und dann kannst du da in Ruhe zum Fahren. Aber Single ist immer so langweilig, Wein. Aber mit so einem schönen LKW? Weil ich habe ja jetzt noch das von dem. Von dem, wie war das der eine? Nicht der S, sondern. Der NGT. Ja, den habe ich ja noch gar nicht komplett drauf. Hau ab, das sind meine Muffins, blödes Vieh. Ich hab schon seit paar Monaten eine Muffinmaschine, eine Cupcake-Maschine noch nie benutzt. Heute mal Premiere. Ganz oben müsste die sein. Ah ne, du hast sie wahrscheinlich wieder nicht eingefügt. Du hast, weil das Spiel nicht geschlossen hattest. Ich hatte es reingemacht, wo ich das Spiel geschlossen hatte. Zeig, musst du nochmal bestätigen. Mach mal Bestätigung gerade. Ja. Hot. Soll nochmal rausgehen? Also ja. Auf ins Profil, ja. Ich speichere mal einmal ab. Also du siehst schon, du hast gelbes Licht. Das alles ist, das sind keine Mods, die man kaufen kann. Das sind alles Mods, die ich selber gemacht, selber gepatcht habe, selber geupdatet habe, so dass sie auf dem NGT funktionieren und hast nicht gesehen getönt. Oh. Alter, mega nice Scheiße habe ich da gefunden. So, Mod Manager. Ja, da oben irgendwo Big Lightbox stehen. Gib mal oben einfach ein Lightbox. LI geht, da ist er doch schon. Machst du nochmal raus. Wie? Und mach's da nochmal rein. Schädigen. Hast du die wirklich, hast du die genommen vom Desktop nochmal da reingezogen? Ja, die du mir gesagt hattest, die du mir rechts einkopiert hattest. Mach nochmal an. Mal ja, warte. Jetzt kann ich raustappen. Also, okay. Chris? Was jetzt? Stimmt einiges nicht. Was stimmt denn da nicht? Der war hier, Chris. Ach, alles klar. Der hat den hier reingepackt. Ah, nee, hab okay, ich gut. Warte mal, der ist im. Gib's nochmal her. Warte mal. Ja. Okay, Windabweiser fällt schon mal flach, weil die sind nicht lackiert, okay. Ja, das sieht ja nicht schlecht aus. Ach, der hat ja gar nicht, das kann gut vergessen, das kann ich bei dir gar nicht aufmachen. Na toll. Was denn, Tobi? Jetzt einfach wieder neu starten das Spiel, also. Ja. Ich
Wieso siehst du nichts? Ich setz mich immer schräg, dann siehst du auch was. Also wie gesagt, mein Board wäre dann zu haben. Mit Prozessor drauf und Kühler drauf und Arbeitsspeicher drauf. Wir wissen das da eins. Ein Asus 970. Bin gleich wieder drin, ne? AS Rock XP. Nee, ich bin wieder rein und gegangen. Also, was für ein Rechner hast du denn, Alter? Also, was für ein. Den habe ich von meinem Bruder, das ist nur so ein Notrechner, weil ich mir noch einen zusammenstellen wollte. Also, wenn du nicht streamst, ich sag mal so, wenn du nicht wirklich streamen willst. Ich kann alles auf Ultra spielen, Alter. Eingabe. Du musst ja halt die Grafikkarte brauchst du ja selber. So, und jetzt gehen wir oben auf die Livebox, die müsste jetzt da sein. Das hier oben, ne? Nein, das da drunter, ja. Da ist sie. Ah. Ja, moin, jetzt läuft's moin, auch. Moin, moin, Henning. Heute schon mal warm in den Mund gehabt, oder was? Komm, komm, rein, kriegst dich Schwanz. So, jetzt gehen wir unten auf die Scheinwerfer. Ich gucke mal da, wer ist denn das? Und jetzt nimmst du mal. Irgendjemand will der Irr sein, Senf. Hi, Sparrows. Nee, Custom Headlight. Das hier? Ja. Machst du mal Licht an? Wie war er? Hier, da, sie, Senior. Oh, it's blue. Kannst auch, ist orange, mir egal, eigentlich, wie du willst. So, und jetzt wird im Interieur, gehen wir in den Innenraum, jetzt wird der Kaffeeautomat. Voll, gute Morgen. Jetzt siehst du, jetzt hast du schon wieder Probleme mit diesem Lenkrad-Mod. Der geht also scheinbar nicht wegen diesem Hochsteller. Das heißt, du musst den in der Anordnung einfach ein bisschen weiter nach oben packen wieder. Das musst du halt immer nachprobieren, ne? Und dann machst du bitte mal ein Foto von dem ganzen Gedöns, so wie du es angeordnet hast nachher. Ja. Und schickst das mal bitte für mich und Kevin. Das meine ich mit den Gardinen sind ziemlich weit vorne. Ja. Tag. Aber das sieht schon mega fett aus, Alter. Warte mal, kann ich da. Ich bin gleich wieder da. Sieht ja der Schubi gleich heimisch mir. Geh mal auf Lenkradauswahl, kannst du jetzt noch Lenkrad basteln. Geh mal hoch. So, dann nimmst du mal Wood war bis 1 oder so da unten. Wood war bis 1. Ist auch nicht schlecht auch. Ja, das ist war bis Steering Wheel. Ach so, wenn, ja, da, da jetzt. Oh, wieder Power. Gebraucht. Ah. Ich noch mit dem weißen Scania Logo in der Mitte. Oh, das sieht schon 1 weiter drunter, 1 weiter runter. Ja, der zweite. Ja, King of the Road sein. Eieieiei, da. Das ist schon mega. Was ich gern auch hätte, ist, was auf dem Treespoke super steht. Ja. Der Speicher. Das stimmt, ja genau, super, ja. Das ist ja nochmal richtig cool. Alter, ist ja alles hier. Erst, wer raucht denn hier? Zigarette. Was? Liverpool? Ja, die sind von der Anordnung her geht da irgendwas wieder nicht. Ach so, ah, okay. Also, die sind zwar da. Warte mal, dann mal kurz hier bestellen einmal. Oder du hast das Sitz jetzt Megapack gar nicht drin, kann natürlich auch sein. Und? Das sieht ja schon mal super aus. Super Schriftzug am. Nein! Selber schuld. Abgestürzt. So, aber das war's für den NGT schon mal. Ja, siehst du. Fred, machen wir dann was anders. Ja. Danke dir schon mal. Dafür nicht, dafür nicht, dafür.
meine lieben Freunde. Ich werde jetzt noch ein bisschen aufräumen, weil morgen Besuch kommt. Und dann hören wir uns gleich nochmal. Bevor ich weg bin. Macht euch mal wirklich ein paar Gedanken, Alter. Ich schicke jetzt hier nochmal, aber ich schicke nochmal hier die Seite rein, wo wir gestern waren. Dann kann auch der Tommy gucken. Und der Otti. Mhm. Man kann über, wie gesagt, man kann über alles reden. Keine Idee ist zu doof oder das sind halt die privatisierten Wünsche, sag ich jetzt mal, jedes Einzelnen. Ist im Asphalt-Cowboy, ne, im Rauschtransporter Dirt-Chat ist das drin. Ihr könnt auch da auf Interieurs RJL gehen. Ihr könnt euch da auch Ideen holen. Oh, der Rapper ist da. Gerade auf TF gegangen. Okay. Der ist oben in der Eingangshalle. Ja, bin mal gespannt, was er auf dem Server hier sucht. Geht mal jemand hoch, ich hab keinen Bock. Am besten, Tina, geh mal mit, du bist doch Server-Admin, du kannst da ein bisschen aufpassen. Ja. Was? Geh mal bitte in die Eingangshalle, da ist der Rabba. Was soll ich da? Chris wollte gerne wissen, was er möchte, ob er sich verlaufen hat. Okay, warte. Verpiss dich doch, Alter. Das war die falsche Rückwand. Verpiss dich doch, Alter. Tommy, fährst du eine Runde oder hast du keine Lust gerade? Tom? Bitte? Nee, ich meine mein Bruder. Achso. Irgendjemand will da auch seinen Senf dazugeben. Alter, was für ein Penner! Was hat er denn jetzt? Ich hab gesagt, möchtest du was bestimmt? Ja, ich will den Chris sprechen. Und dann, Tina, kannst du mal runtergehen? Ich so, wenn das der Chris möchte. Und Chris dann so, ja. Und er so, ja, das möchte ich. Ich so, das kann man auch freundlicher sagen. Boah, alter Schwede, kann man so pissig sein. Ach. So, jetzt bleibe ich noch ein paar Minuten bei euch, bis meine Mutter da ist. Und dann gehe ich erstmal wieder auf. Hm. Und jetzt halt kann mein Handy wieder aufladen. Jesus Maria. Das ist für mich jemand anzieht. Ja, mach gut erstmal. Bis später. Mach gut. Achso, nee, du bist ja hier bei mir. Stimmt hier. Nee, ist schon wieder einer. Alter. Tom, bist du gerade am Fahren? Hm, das war schon, aber nein. Ist da jemand im Stream drin? Ich Tobi, bin am Handy. Tobi ist, glaube ich, im Stream, aber man hört uns alle, glaube ich. Ja. Ach ja. Gerade ein Andi gesagt, ganz vernünftig, ne? Ich meine gerade Chris, Entschuldigung, und habe gesagt, dass ich das nicht schön fand von ihm gestern, was er da geschrieben hat mit die Erdmanns und so. Guckt runter, sagt, tut mir leid, dass. Er war sehr verschämt. Ich kenne Andi. Gestern so schlechtes Wetter, vorgestern schlechtes Wetter und heute wieder so geiles Wetter. Überall waren schwere Unwetter, ne? Wir haben hier nur das Wetterleuchten gesehen und rundherum, die hatten wirklich Übels gehabt. Wer hat denn da geschrieben? Ne, da nicht. Meine Sachen wollte noch nicht kommen. Was ist das denn? Mal gucken.
Mhm. Mhm, mhm. Das vorne ist Cockpit, gefällt mir. Tom, was machst du gerade? Nix. Ich werde eventuell gleich eine Runde fahren. Okay, wollen wir dir noch den LKW zusammen machen? Ja. Könntest du auf dein Discord mit draufkommen? Also da können wir uns ja muten und dann machst du mir mal eine Live-Übertragung. Dann Discord. Das ist leider nicht das erste Haus, bevor es. Scania SR Next Generation V8 ETS 2. Das sieht auch nicht schlecht aus. Der Weiße. Ja. Die zwei braunen? Nee. Wobei der erste braune sieht ja nicht schlecht aus, braun-beige, aber die Farbe ist falsch. Das ist nicht mein Stil. Und die wollen grillen heute oben. Negas, er hat sich wirklich verletzt. Ich kenne ihn, Negas. Was geht? Alles, was sich angebunden ist. Habt ihr gesehen, was ich in die Gruppe geschickt habe? Hier auf ja. Den TS? Das Scania Vabis unten an den Sonnenblenden sieht auch fett aus, Alter. Ich habe mir den mittleren, den weißen angeschaut. Den mittleren, den weißen? Hm? Welchen? Scania. Warte. Der obere, der sieht ja auch nicht schlecht aus, aber die Farbe ist falsch. Meinst du den blauen oben in der Mitte? Nein. Du hattest doch den um 14,29. Warte. Achso, den meinst du den ich geschickt habe, mit diesem roten Scania und V8 hinten drin? Ja. Ja, das sind nur so Ideen, also was... Ja, was ja, ich weiß. Die Farben und sowas variieren ja, aber zum Beispiel mit dem... V8-Logo auf dem Boden, dann müsste er rund sein. Mhm. Ich habe ja gestern da was in die Gruppe geschickt. Das habe ich ja gesehen. Wappen auf dem Boden. Und, aber so könnte ich mir das Design schon hinten, am, was das Bett betrifft, könnte ich mir sowas schon so vorstellen, ja. Ich finde das Cockpit geil. Mit dem Radio. Wegen dem Alpinradio. Das Blaue da, was das so schön blau leuchtet. Oh ne, das braucht noch. Können Sie, gleich kommt die Oma. Man muss. Komm, mach mal eine Live-Übertragung. Schimmer. Lisa ist er schon. Also da sind wirklich, wie gesagt, da sind ja Interieurs dabei, elektrisch am Arsch, ne? Na geh! Muss man einfach mal gucken. Achso, der Rabber kommt nicht zurück, habe ich schon mal auch gesagt. Genau. Aber. Ja. Der Rabber ist wieder. Oh, warte mal, ich hab jetzt zu laut. Der Rabber ist wieder jetzt bei uns so rausgegangen aus Hass oder sowas, ne? Der hat jetzt einfach nur gesagt, der ist sowieso alleine und er fährt den ganzen Tag alleine. Also von daher, ich habe ihm auch gesagt, dass es nicht änderbar ist. Hast du nicht gesehen, Gedöns? Jetzt ist es halt so, dass wir Freunde bleiben. In guten, das ist doch schön. Und alles ist in Ordnung. Okay. Wie heißt bei euch nochmal die Lackierungsname? Sunrise. Sunrise, genau, Tom, Sunrise einmal. Denn das obere. Bin gleich wieder da. Ja. Das weiße machst du in blau. Irgendjemand will da auch geben. Stopp! Jetzt nimmst Hallo. Du den. Ups. Hä? Jetzt nimmst du. Genau.